Moin, moin, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls auf der Switch. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie... ab der Stelle zeigen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wo ich gestorben bin. Bin allerdings hier gerade von unserem Hin- und Herschwingen am Beil getroffen worden und wieder runtergelandet. Hier, wo wir den Titan-Dämon besiegt hatten, oder die zwei. Jetzt ist mir aufgefallen, wenn man hier hochgeht, kommen hier durch, klettert dann hier rauf, das dauert allerdings ein bisschen. Eine sehr, sehr lange Leiter. Auf jeden Fall oben angekommen, konnte ich ein Item einsammeln und hätte da aus dem Fenster springen können. Habe ich aber gar nicht, denn ich habe hier oben gegengehauen. Ja, dieses Item genommen und habe eigentlich nur hier gegengehauen. Weil das war für mich, und es war wirklich ein Weg. Also, durch Zufall gefunden und, aber weil es auch so offensichtlich wieder aussah. Ich weiß nicht warum. Ich versuche ja alle möglichen Mauern immer gegenzuhauen, um zu sehen, was es ist. Aber jetzt diesmal wieder Glück gehabt. Allerdings habe ich diesen Koloss hier oben gefunden. Guten Tag. Und, ich bin noch nicht hingegangen. Ich habe keine Ahnung, ob man den... War noch ein Geheimgang? Keine Ahnung, ob man den besiegen soll oder nicht. Muss man ja auch gar nicht besiegen. Das ist ganz friedlich. Nee, doch nicht. Nein, was machst du denn da? Oh, gibt's doch nicht. Links nicht ausgerüstet. Auf! Kommen wir leider noch nicht weg irgendwie, ne? Aber ich glaube, wir müssen den doch irgendwie killen. Okay, diese Kette hier sagt mir, es ist der Heini, der wahrscheinlich dieses Tor hochgezogen hat. Ob man den überhaupt besiegen kann, weiß ich gar nicht. Er sieht auf jeden Fall sehr, sehr aus, weil er sehr viel ab kann. Oh, und er hat mich schon einmal getroffen. Mit einem Tritt haut er mir die Hälfte meines Lebens weg. Okay, nehmen wir kurz was. Und er wird auch ein bisschen wild, wie man sieht. Oh, jetzt ist er erschöpft. Oh, ich habe ihn vergiftet mit meinem Superschwert. Okay, er wird wieder wahnsinnig und er fällt runter. Ist das für uns gut oder für ihn gut? Lebt er unten? Oder muss man ihn dann nochmal besiegen jetzt? Nein, er ist tot. 3000 Seelen. Nehme ich doch gerne mit. Musst du nichts dafür machen. Okay, hier kann man jetzt nicht so viel machen, leider. Oder kann man hier noch irgendwas tun? Okay. Nix. Also ich denke mal, das ist das Ding. Kann man mir die Kette vielleicht ziehen hier? Ich kann die Kette nicht ziehen. Aber diese Mauer. Eine felsenfeste Mauer. Diese genauso. Jene auch. Können wir den auch hier runter hopsen? Da stehen wir wahrscheinlich auch, ne? Ja, da geht es nur flach runter. Also, ja, das war, glaube ich, ein kleiner Nebeneffekt. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht machen. Nun ist er tot. Sünde. Ja, und dann geht's hier weiter. Da ist halt die Position, wo wir am Anfang auch waren. Aufpassen. Ich bin hier schon ein paar Mal runtergefallen, obwohl ich eigentlich immer denke, ich bin relativ zügig. Bin ich anscheinend nicht. Hier. Ah! Jedes Mal wieder schaffe ich das. Frag mich wieso. Und jetzt kommen die da oben. Wo wollen mich natürlich treffen gerne. Ärgerlich wäre, deswegen müssen wir hier mal reingehen. Haben wir noch ein bisschen Heilung, die nehmen wir mal kurz. Und nochmal den. Zack. Und hoch geht's. Dann das Schild zu nehmen. Gleich. Ah, das war ärgerlich. Ah, ich bin ein bisschen. Mein Timing ist echt schlecht ab und zu. Zu Beginn war ich echt gut da drin, daran vorbeizukommen. Und irgendwie versuche ich jetzt immer zu viel auf einmal. Also, das machen wir nicht. Wir gehen wieder ganz normal darüber, wie wir es beim anderen auch gemacht haben. Die hauen ja eigentlich immer gleich sofort runter und das ist wirklich sehr blöde. So. Man sieht ja auch, wo der ungefähr schneidet, weil der ja da so eine Kerbe reinlunzt. So. Komm her. Komm ich nicht ran zu dir. Das war nicht viel.
wird der gesessen. Ah. Schlangenviech. Ja. Habe ich euch diesen Gegner nicht vorenthalten? Das ist doch auch schon mal was. Weißt du denn, wie es mit den Kugeln ist? Komm. Müssen wir jetzt auch irgendwie nochmal killen? Ja. Okay. Trifft mich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht von hier. Okay. Hat er mich gelinkt? Reingerutscht, reingelaufen. Das sieht man ja einfach nicht mehr. Wo ist er denn hin? Sehe ich ihn denn nicht? Der war doch unsichtbar jetzt gerade, oder? Bescheuert. Na, man muss immer darauf achten, dass die Seelen natürlich dann auch weggehen. Man da dann irgendwie... Ah! Alter, da habe ich wieder nicht dran gedacht. Aber ist auch nichts passiert. Okay, hier werden ein paar Leute weggeflanscht, weil wir ja auch diese... Kugel anders gedreht haben. Hier mit dem Bogen holen. Also auf jeden Fall nur anlocken, das würde schon reichen. Okay, er trifft nur die Mauer, also wer kommt da gar nicht mit seinem Schuss, glaube ich. Der Bogen auch nicht so mächtig, wenn wir von so weit schießen. Ah, es dauert zu lange, ne? Okay, dann rennen wir hoch. Dürfte ja eigentlich nicht so viel passieren. Er kommt schon. Gut. So. Nein. Denk dran, hier ist eine Falle. Ich hab gleich einen Gegner. Ah. Ja, und ich habe alle drei erwischt. Okay, alle drei erwischt. Sehr gut. Ich bin sogar noch mal im Rücken. Perfekt. Ah, ich denke da nie dran irgendwie. Okay, aber hier müssen wir nochmal hoch und das verstellen, denn... Habe ich mal auch gemacht. Mal. Und hoch. Oh. Shit. Also das ist wirklich... Das muss man wirklich sehr schnell sein. Das hinzubekommen. Aber wir können das nicht jetzt hier verstellen. Okay, jetzt schießt er von... ist da raus. Sitzt da hin. Hier geht's einfach nur in freien Fall, ne? Gut. Und zwar runtergehen. Ich weiß noch nicht, wo wir landen. Wir gehen trotzdem mal runter. Hier geht's die Treppe hoch. Geht raus.
Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen? Okay. Welch Helm der Böse bedenkt? Achso, von hier geht doch. Also jetzt steht er wieder. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen? Aber nein, das stimmt nicht. Rein, schauen wir mal rein. Okay. Ich sollte vielleicht nur in die andere Richtung fahren. Gut zu wissen. Trinken. Kiste. Warte mal. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas in der Falle ist oder so. Ne, dann machen wir den mal auf. Oh! Was ist hier los? Was ist das denn? Mich gerade? Mich gerade angegriffen. Oh oh. Alter Schwede, das ist doch echt ein fieses Ding. Mein Gott. Blitzspeer. Super. Alter. Na gut. Ob hier eine Kugel längs kommt oder nicht. Machen wir ab. Da haben wir es ausgestellt. Ich glaube, wir haben es hier ausgestellt. Perfekt. Da ist noch so ein Heini da. Höher? Ja, okay, jetzt sind wir hier. Also einmal außen rum gerannt. Aber vielleicht können wir diesen Blitzheini auch töten, wenn wir von hier einfach runterspringen. Obwohl, das sollen wir vielleicht nicht tun, denn das ist sehr schmalgradig da. Aber da liegt eine Leiche. Mal kurz. Ja. Ah, dann hinten. Na, von hier kommen wir auf jeden Fall nicht dahin. Gut, gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Gucken wir mal, wo das ist. Nach links geschossen, ne? Dann kommen wir hier runter. Also immer, wo das Holzteil nicht hinzeigt. So, jetzt gehen wir nochmal eine Etage tiefer, weil wir sind ja gerade eben. Brauchen wir gar nicht. Hier. Wäre eigentlich nirgendwo hin. Kommen wir noch runter. Ein kleines Labyrinth hier. Mal gerade. Gehen. Ach hier, okay, das ist der Eingangsbereich, wo wir mal runtergekommen sind. Jetzt da, wo er die Kugel hinschießt, sollen wir da nochmal reingucken? Ich sage ja. Machen wir mal. So, und hier. Achso, hier fallen die Kugeln einfach nur ins Bodenlose. Dann lass uns das doch so handhaben, dass die immer weiter ins Bodenlose fallen. Was glaube ich am meisten Sinn. Genau. Die Frage ist, wir machen. Aber wir können auf jeden Fall hier hoch erstmal. Auch. So, sind wir gleich wieder an der Stelle, wo wir gestorben sind. Letzten Mal. Ach. Diese Stelle hier hasse ich. Ich weiß nicht, ich mag sowas nicht. Mal.
So, auf jeden Fall, an der uns nichts mehr anhaben. Jetzt kann auch der Blitzhain hier oben was anderes anhaben. Den holen wir aber auch nochmal runter. So. Beide tot. Okay, aber es gehen ja zwei Wege. Wir gehen erstmal nach hinten längs. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Weg. Und nein, hier geht's nur runter. Da gehen wir jetzt nicht runter. Ich weiß nicht, wir sind wieder drei Etagen tiefer, da habe ich keine Lust zu. Hier kann man auch links gehen. Kann man auch mal kurz nach oben gehen. Aber. Was noch so? Schlangenviecher, bewacht irgendwas? Also diese Stichwaffe ist einfach der Hammer, gerade in diesen engen Gängen. Bam! Das macht einfach Laune. Eine große Scherbe. Ne, sogar zwei. Das ist natürlich sehr nett. Auf jeden Fall noch was erreichen mit nachher. So, jetzt gehen wir nach oben. Und oben hoffe ich wieder irgendwas entdecken. Ey, die verarschen einen doch, oder? Wie viel schmaler kann das denn noch werden hier? Und da ist noch so ein... Oh! Oh, wie scheiße! Oh, Leute, 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 Leute. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Warum ist denn da so ein blöder, verfickter Typ noch? Das ist wirklich eine Zumutung. Und nochmal das Ganze. Kann ein bisschen Frust aufkommen gerade. Ich wundere mich nur, dass wir noch keinen Leuchtfeuer gefunden haben. Irgendwo auf der mittleren Etage vielleicht oder so. Gibt's hier nicht. Wir brauchen kein neues Leuchtfeuer, denken die sich. So, komm mal her. So. Einer gekillt. Einer bleibt noch. Oh. Und nicht übermütig werden. Ich denke mir immer so, ach, ist das schon alles geschafft? Du bist so weit gekommen. Und zack, falle ich dann wieder irgendwo runter oder so. Das ist wirklich so. Das macht man. Weil man meint, man kann auf einmal alles. Man kann es einfach nicht. Man kann es einfach nicht. Man ist eigentlich gar nicht so gut im Spiel. Kann ich von hier vielleicht auch treffen? Ich glaube, ich kann nur von hier. Sparen können, letzten Pfeil. So, hier wieder das gleiche. Oh, das war eine enge Kiste. Ich muss ein bisschen laufen mehr, glaube ich. Langsam habe ich keinen Bock mehr hier rumzulaufen, muss ich zugeben. So, den kriegen wir auch noch. Passt uns noch ein bisschen. Dann so. Haben wir hier dran irgendwas gemacht? Das war nur eine Kiste, ne? Da.
Perfekt. Ach ne, hier war nur die Kiste. So ein Scheiß. War es hier echt nur die Kiste? Ja, stimmt. Muss ich rein, ne? Mann! War echt nicht dein Ernst, oder? Oh oh. War dumm. Na gut. Heilen wir uns mal kurz. Nochmal. Und Schild ausrüsten. Das vergesse ich auch ab und zu mal. Wahnsinns Ding. So, jetzt müssen wir das Ding mal wieder umstellen. Und zwar bis hier hin. Hier passiert nichts, ne? Geht's nur runter, ne? Gut. Mal hier rüber. So. Dann gucken wir jetzt auch dahin. Yes. Okay, kann man immer sehen am Griff, welche Richtung der Griff hat. So, wir heilen uns trotzdem nochmal. Und schauen mal jetzt hier um die Ecke. So, jetzt kommt dieser schmale Weg hier wieder. Also werden ja immer schmaler die Wege, das ist ja wirklich gruselig. Auch. Hoch, ne? Genau, und hier war jetzt das ganz schmale Ding. Da war noch irgendwas. Ah, warte mal. Da schießt doch einer auf mich. Den sieht man den von eng. Der ist ja wirklich sehr nervig. Gucken wir gleich mal, ob wir den eben runterbeschissen. Wegen dem bin ich wieder runtergefallen. Wir müssen trotzdem mal um die Ecke gehen hier, denn hier ist noch einer und ich habe Angst, dass der auf ihn angelaufen kommt oder so. Ah, ich habe eine mega Range. Du kannst abhauen, so viel du willst. In der Ecke bist du mein Opfer. Okay, wir müssen gucken. Da schießt da oben mit dem Blitzen. Ich gucke mal, ob ich gleich irgendwo ein Fenster sehe, wo ich ihn hoch, wo ich irgendwas hochschießen kann vielleicht. Und von da irgendwie treffe. Ihn bloß nicht. Da oben ist er. Okay. Mit dem? Okay. Das nicht, aber er kriegt mich. Okay, okay, okay. Das ist blöd. Gucken wir, ob wir den irgendwie anders bekommen. Da ist er. Versuch mal ihn mit dem Bogen zu bekommen. Okay. Müssen wir schon aufpassen. Na Mist. Ah, warte mal. Das geht nicht. Müssen wir kurz ein bisschen Energie holen. Aber jetzt habe ich eine Idee, nämlich. Ich glaube, wenn ich den Blitz abwarte, dann. Ah, Mist. Bin ich zu weit raus. Da ist ein Kopf, ne?
Ah, siehst du. So, der stört uns nicht mehr. Also, was uns jetzt noch stört, ist der Übergang hier. Oh, der ist echt schmal. Und ich kann auch nicht laufen hier drauf, glaube ich. Ich glaube, da falle ich sofort runter. Weil ich einfach nicht so gut gerade laufen kann. Und ich finde die Kamera echt beschissen hier. Weiter rüber gehen wir. Und rollen kann ich auch nicht. So, wir müssen mal gucken, wie kann man denn am besten rüberkommen. Also, gibt es eigentlich irgendwas, wo ich stehen kann? Den ersten beiden auf jeden Fall, ne? Okay. Hat ja ganz gut. Alter Schwede, wir haben es geschafft. Achtung, hier ist eine Bodenplatte. Die sehe ich schon. Da ist eine Nebelwand. Und vorbei an der Bodenplatte. Bild raus. Da geht's auch nur runter. Weil es einen Abgrund immer gibt, ne? Oh, ich bin so froh, dass wir rüber sind. Und hier? Ach, hier stand der Furzi gerade eben, ne? Stimmt, also mehr ist hier gar nicht. Gut, dann müssen wir wohl durch die Nebelwand. Kommen wir wohl nicht drum rum. Schade eigentlich. Oh. Da ist noch eine. Alter, wie fies ist das denn? Vielleicht von 6 Dinger getroffen, vielleicht, wenn du Pech hast. Los geht's. Okay, das wird wahrscheinlich der Boss sein da drüben. Obwohl, das sieht aus wie so ein... Das ist der, der die Kugeln rollt. Okay. Irgendwas? Jetzt runter. Da ist so ein, ach, da ist so ein Ritter, wie von früher kennen. Ah ja. Nicht zu unterschätzen. Und ganz gut Schaden, wenn sie treffen. Man darf im Spiel ja so nichts auf die leichte Schulter nehmen hier. Da ist noch so einer. Du trinkst nichts hier. So, oh, ist das wieder so eine Bescheide, die mich angreift? Ne, du kannst rausnehmen. Flammen-Steinplattenring. Okay. Was kann der denn? Versteckt Feuerverteidigung. Steinplatten sind die Gewohnheit, das waren Ritter, das gewähren sie wahrscheinlich. Die roten Steinplatten wurden in Flammen und verstärken Verteidigung gegen Feuer. Okay. Gut, gut zu wissen. Wenn wir mal wieder einen Feuergegner haben, nutzen wir sie da. Mehr gibt es hier aber nicht, ne? Hier ist so eine Wand. Okay. Ab und zu sehen die so offensichtlich aus und dann sind die es doch nicht. Waren sie wohl doch nicht so offensichtlich. So, da ist aber auf jeden Fall noch eine Seele oder irgendwas, was ich da holen kann. Gucken wir gleich mal. So, der Typ da drüben. Der scheint aber jetzt keine Steine. Der guckt mich aber ganz gut an, aber wird auf jeden Fall. Werft da keine Steine auf mich. Hoch. Oh, was ist da denn? Eine Seele. Ehrenwerter Ritter, okay. Oh, was? Oh, wo kommt der? Alter, der wirft doch noch diese Scheiß. Wirft so scheiß Kugeln auf mich. Was? Kann ich runter irgendwie? Oh. Ah, auf jeden Fall ist da ein Vorsprung. Versuch runterzufallen. Bam. Praktisch. Ein Leuchtfeuer. Ich glaube, ich werde gleich hier bleiben und rasten. Denn nochmal den ganzen Weg zu laufen, habe ich absolut keinen Bock drauf. Sehr cool. Auf jeden Fall schon mal ein Leuchtfeuer entdeckt. Hier geht's. Eine Treppe. Achso, dann sind wir wieder hier. Okay. Praktisch, praktisch.
Da müssen wir mal aufpassen hier. Also, er schmeißt da so Feuerkugeln auf mich. Ich muss mich beeilen hier vielleicht, dass er mich nicht trifft. Da noch was? Große Scherben nehme ich mit. Links oder rechts? Oh, wir gehen mal hier hoch. Okay. Brücke. Links. Alter Schwede. Okay. Da ist so ein Ritter und da ist nichts. Da muss ich den wohl erstmal platt machen hier. Okay. Sieht doch aus wie eine Wand, die man zerstören kann. Warte. Das wäre ja auch echt cool gewesen. Ich komme also nicht links. Ach, guck mal, von. Kann ich ihn. Oh, warte mal. Warte mal ab. Kann wahrscheinlich dauern. Ich weiß nicht, wie viel Schaden da haben kann. Aber, wenn wir einfach von hier killen. Was sind wir denn los? Naja, es dauert wirklich Jahre. Hat eine höhere Schaden, wenn ich am Kopf mache. Mal wieder mit Pfeilen eindecken, wie ich gerade sehe. Ich glaube, ich habe keinen Bock zuzugucken, wie ich den mit den Bogen hier Schrott mache. Ja. Da habe ich leider auch keinen Nerv zu, aber vielleicht kann ich eine dichtere Stelle finden, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Ach, die liegen noch in meinem Weg rum, die Leichen hier. So, Schild voraus. Jetzt auch noch weiter. Ich höre die ganze Zeit Schritte. Niemand? Und so Gondeln. Und aufmachen. Lassen. Okay, kann ich auch machen. Gut. Hoch. Okay, wir müssen also ganz da hoch. Ey, da schießt jemand auf mich. Ach, da ist jetzt wieder. Du Kackfutter. So, ist irgendwas an der Seite? Diese Feuerkugeln nerven schon. Kann ich ihn von hier oben vielleicht nochmal töten? Er ist auch noch weiter weg, ne? Von der Brücke aus, da können wir es machen nochmal. Das probieren wir gleich mal. Aber erstmal hier rein. Ein Weg. Nebelwand. Nebelwand. Behaupte mal. Hier ist kein Nebelwand. Ich glaube, dass wir jetzt auch mal langsam zum Gegner kommen, zu einem Boss. Weil ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das jetzt... Okay. Er ist erschöpft. Na gut. Okay, man muss ja mal tot sein, ne? Ja, aber mehr ausgehalten ist der andere, kann das sein? 2000 Seelen und grauer Brocken. So, jetzt kann er mich auf jeden Fall nicht mehr mit diesen scheiß Kugeln bewerfen. Diese Feuerkugeln. Akku. Gut, dann ist der weg. Ja. Hier runter, bevor wir da durch das Tor gehen. Wenn er jetzt kommt. Aha. Also hier muss doch irgendwas sein. Das ist nicht jede Wand.
Kann man nicht vorstellen, dass hier nichts ist? Dafür wäre es doch dumm, wenn man hier rüber rennen könnte. Na gut. Eieiei, wer ist er denn? Okay, das ist ganz gut, wenn wir hier durch hin, können wir ihn ja schon durch. Das ist der, wo, den wir wahrscheinlich durch die Nebelwand bekommen. So, ich will aber noch einmal was gucken. Denn. Der Typ lebt ja immer noch. Also das heißt, wir haben den getötet, der. Kann man hier runterhüpfen einfach? Nein! Nein, 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 nein. Ich dachte, ich könnte auf den Sims springen. Das war gar kein Sims. Hätte ich mal rollen sollen wahrscheinlich. Ja, so kann es gehen. Aber wir haben ja ein Leuchtfeuer gefunden. Das heißt, wir sind dicht dran. Das ist gut für uns. Da. Und wir haben wieder... Ja, wir haben nur 9. Ach so, ja, weil wir... So, hier die Treppe. So, den Typen. Kann ich den nicht mit dem Bogen von hier erledigen? Oder mag er sowas nicht? Guck mal, macht er noch mehr Schaden. Das machen wir doch jetzt. Die machen wir von hier platt. Also das ist der Typ wahrscheinlich, der die Steine rollt. Und der oben auf dem Dach, den wir gekillt haben, der hat ja einfach mal uns mit Feuerbomben ballert. So. Perfekt. Okay, ist ein bisschen leicht, gib's zu. Ist auch ein bisschen assi. Auf leicht und assi stehe ich so ein bisschen. Müssen wir hier hoch? Den ganzen Weg wieder hier hochlaufen. Aber hier ist so schön. Keine Feuerbomben. Wir sind hier noch gar nicht längs gegangen. Bevor wir zum Boss gehen, gucken wir uns erstmal alles an hier. Ach, guck mal, da ist ein schwarzer Ritter. Oh, das ist ein großer Ritter. Oh, vielleicht können wir uns ranschleichen. Warte mal. Zum Ranschleichen kriege ich immer noch nicht hin, aber wir probieren es mal. Okay. Na gut. Komm her. Okay. Na komm her. Zack! Stulpen? Hat er einen bewacht hier? Einen Stuhl bewacht? Ne, ach so, eine Treppe. Klettern? Wir runter? Keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Aber alles muss erforscht werden. Bevor ich mich zu diesem Bosskampf mache, vielleicht ergibt sich ja noch was Gutes. Ja. 4000 Seelen und Richard Steen oder Ricards. Ricards, vielleicht noch Franzose. So. Machen wir auf. 2 Truhen. Wir haben Angst, dass da so ein Viech rauskommt. Göttlicher Segen. Und hier? Seltener Ring der Opferung. Okay, mal kurz an. Seltener Ring der Opferung. Da. Keine Verlust bei Tod. Achso, dann habe ich schon mal. Mein erster Leiter. Ah, der Ring bricht. Das ist natürlich auch wieder ärgerlich. Der Träger bleibt bei seinem Tod, kein Verlust. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Das ist ärgerlich. So, was war das andere, was wir bekommen haben? Göttliche. Göttlicher Ding. Okay.
War denn das? Göttlich. Göttlicher Segen. Vollständige Regeneration der Statuswerte. Okay, das ist natürlich praktisch. Aber mehr gibt es hier gar nicht. Gut, dann geht's wieder runter. Also, was heißt mehr? Das war ja schon genug. Gut, der ist auch gekillt. Wer geht da zurück? Ja. Na gut. Ja, ihr seht schon, ich druck's mich so ein bisschen um diesen Kampf, weil ich wirklich ein bisschen Schiss habe. Aber müssen wir wahrscheinlich machen. Gucken, wie wir das machen gleich. Keine Ahnung. Voll riesig, der Typ. Und sieht auch massiv aus. Und teilt bestimmt auch massiv aus. Ja, testen wir mal. Lauf erstmal drüber. Erstmal müssen wir zu ihm hin. Das dauert ja eh noch ein bisschen. Also, den haben wir erledigt, den Steingolem. Und Ladi cool im Rollingwald. Kann man auch darüber kommen? Obwohl, das ist ein weiter Sprung. Kann man so weit springen? Wenn ich runterfall, falle ich in den Tod oder lande unten bei dieser Seele? Wir testen es mal. Ich kann auch hier rüber, kann man auch hier rüber springen? Hier kann man schon auch rüberspringen und ihn killen. Kann ich gar nichts mehr einsammeln da, oder? Nee, weil das ja weg ist. Ach, das. Wir versuchen mal hier rüber zu laufen. Ich glaube, das wird nichts. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Okay, das geht nicht. Aber wir sind nicht ganz tot. Aber ich glaube, man kann darüber kommen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber zumindest zu 25%. Wieso können wir zu den Typen da nicht kommen? Verstehe ich gerade gar nicht. Warte mal. Wir werden uns mal heilen gleich nochmal. Und werden nochmal springen. Also ich glaube, man kann darüber kommen. Mit so 22% sicher. Aber ich bin echt nur zu schief gelaufen, ne? Probieren Sie mal. Sieht auf jeden Fall so aus. Aber sieht so aus, ob man da drüben noch irgendwas finden kann, weil da auch so extra Türen alles ist. Sonst hätte man ja auch nur eine Steinmauer hinsetzen können. Oder es ist eine Fehlleitung, damit man glaubt, man kriegt was. Da stirbt man einfach nur. Ah! Das war knapp. So, warte mal. Obwohl, naja, ich sehe wieder nur so einen Stuhlkram drin. Seht jemand? Hallöchen! Ah, was, was? What, who are you? Ah, another undead, eh? I took on Sam's fortress alone. But I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Den kaufen wir ihm. Kleine Scherbe, große Scherbe, grüne Scherbe. Gar nicht so viel Kohle. Einkaufen können hier. Aber gut zu wissen. Balderschild. Aber gut zu wissen, dass hier so ein Händler ist. Nur so nebenbei. Aber er kann vielleicht ein paar Pfeile verkaufen. Hier. Das hasse ich. B und A, ne? Also warum hat man das hier nicht auch direkt geändert? Weil so Nintendo-like. Alle anderen Spiele von Nintendo ist immer B ist zurück, A ist auswählen. Und hier ist genau umgekehrt. Nervt sehr, sehr. Wirklich nervt sehr, 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 sehr hart. War wieder mehr. Noch so. Guck mal, hier kann man die Ausrüstung kaufen von dem Typen, der da mal rumliegt. Sonder Steinplatten drin, versteckt Blitzverteidigung, versteckt. Aber nichts von. Kann ich kaufen. Nochmal mit ihm reden. But nothing will come. What is it? There's nothing more to say. End of story. Nothing at all. Geht jetzt noch runter? Hier ist. Oh, weiter runter. Alter. Na gut. Habe ich den ganzen Turm jetzt runter. Das ist eine coole Abkürzung, dass ich dann direkt vorne am Start direkt dahin laufen kann.
Das wäre natürlich ein Highlight. Wand? Oh! Liegt da jemand? Käfigschlüssel. Okay, das könnte ich mir vorstellen, ist für diesen Käfig, wo ich mal vorstand, den man nicht öffnen konnte. Wird garantiert dafür sein. Gut. Okay, dann haben wir den ganzen Weg mal wieder hoch. Lohnt sich. Alter Schwede. Ich will den ganzen Sprung zurückwagen. Ich frage mich nur, wie ich zu diesem der Leiche da unten komme. Runterschmeiß, dann bin ich ja sofort tot. Was, ne? Wohl da, kann man da runterhüpfen? Weiß es nicht. Da müssen wir rüberlaufen und... Oh! So viel zum Thema. Aber ich bin hier gelandet. ich habe immer ein bisschen Glück zwischendurch. Muss ich zugeben. Also ich bin wirklich ein kleines Kind des Glücks. So, das hat er eine Armbrust und Scharfschützenbolzen. Okay, danke dafür. Nein! Okay, für heim ist normal. Bleibst du wild? Zurück. Wir müssen aufpassen, hier sind die coolen Gegner. Oh. Okay. Vielen Dank dafür. Wieder hier hoch. Eieiei, du. Auch mal kleine Laufwege hier. Ja, wir können es nicht verschließen. Wir müssen leider zu dem Boss. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Huch, ist das der richtige Weg hier? Ja, doch, da links, ne? Da links? Ja, aus. Joa, wir sammeln Radl da. Okay. Mit Pfeilen da oben. So, probieren wir mal aus, ob der Schlüssel hier funktioniert. Kann ich reingehen? Okay. Wohin kommen? Okay, hier sehe ich, da habe ich noch ein paar Sachen, die ich nicht eingesammelt habe. Oh. Wie am Anfang hier. Ah! Okay, also das ist der Anfang. Da müssen wir ja nicht unbedingt bleiben. Macht ja nichts. Haben wir ein bisschen Leben verloren. Auch Angst, dass ich hier gleich runterfall, ne? So eng bemessen war alles hier. Finde ich. Hoch. So, und hier müssen wir ein bisschen rumlaufen. Ah, guck mal, das sind meine Sachen. So, haben wir das hier bekommen? Okay. Mein Gegner. Guck mal lieber. Nicht, dass wir hier noch irgendjemanden... Noch mal hier oben. Ach, der große Riese, ne? Mach ich auch noch mal.
Es ist der Riese da hinten. Kann ich ihn von hier aus mit dem Schwert anschießen? Ja, mit dem Bogen? Vielleicht können wir von hier aus mit dem Bogen killen, na? Das wäre doch was. Okay, warte. Mal richtig treffen. Was? Ich kann ihn nicht treffen? Schade. Wäre auch ein Highlight gewesen. Hätte ich jetzt ein Highlight mäßig gefunden. Nun gut. Hier geht's runter. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht hier noch so ein Helferlein gibt. Gibt auch immer über diese Sprüche überall, die hier liegen. So ein Phantom rufen kann, aber das kann man hier gar nicht. Vielleicht da drüben. Die liegen ja meistens immer irgendwie rum. Hier steht auch nichts, ne? Das wäre jetzt cool gewesen. Können wir auf jeden Fall gebrauchen können. Na gut, stellen wir uns den selber. Kriegen wir schon hin. So. Wir probieren es jetzt erstmal aus, wenn wir es nicht hinkriegen sollten. Wir haben ja immer noch eine Chance. Wir haben ja noch eine Chance, das später zu machen. So, gehen wir mal rein. Bin gespannt. Okay, wie man sieht, mag er uns nicht. Okay, aber wir haben ja so ein gutes Magieschild. Das müssen wir uns ein bisschen eng hier bemessen alles. Hinten. Okay. Man kann fast alle Gegner von hinten machen, ist mir schon aufgefallen. Macht er da? Geht nur rum. Oh. Oh. Ja, durch. Keine Energie mehr. Mehr Energie. Komm schon, komm schon. Jetzt benommen oder sowas? Ich glaube, wir haben ihn gleich. Alter Schwede. Okay, Eisengolem Kernstück. Menschlichkeit erhalten. Oh, keine Seelen. Das ist ja schade. Oder habe ich Seelen bekommen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ring aus Licht untersuchen. Das machen wir doch glatt. Ah, 40.000. Siehst du, ich wusste das nur irgendwie. Gut. Okay, Zwischensequenz. Ja. Ach, scheiße. Noch ein Kampf. Oh, wäre auch zu leicht gewesen. Wäre wirklich sehr leicht, obwohl... Okay, jetzt haben wir eine ganze Stadt dahinter. Oh, das sieht schon recht fett aus. Okay. Eieieiei. Ah, okay. Anor Londo. Okay. Gut. Sind wir gelandet. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Ab hier machen wir erstmal Schluss und erkunden das Ganze beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.